Hallo, hallo, ich bin Ute vom Kanal Lucania Bell. Heute mal wieder Library Time. Willkommen zu einem weiteren Teil meiner Library. Diesmal geht es um Alice. Alice im Bookland oder Alice im Wunderland. Alice hinter den Spiegeln. Dieses Teil, dieser weitere Teil, Folder. Mit wieder einem schönen Klappelement. Den werden wir dann heute mal hier kreieren. Und der verrückte Hutmacher darf natürlich nicht fehlen. Ja, das wird jetzt in dem Video kreiert, erstellt, gemacht, getan. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Da wären wir. Ich habe schon mal mein Musterteilchen rausgeholt, ne? Wie du siehst, das wird heute gewerkelt. Mein Musterteilchen. Hier habe ich, ja, ich habe schon mal so ein bisschen Vorab-Auswahl getroffen, ne? Das dauert ja sonst zu lange, bis ich mich hier entschieden habe. Ja, falls wieder Fragen aufkommen sollten, wo ich denn die Papiere her habe. Unter meinem Video wirst du eine Verlinkung sehen, die Etsy-Shops, die ich besuche, die ich kaufe, wo ich dann, außer diesem hier, sehe ich jetzt gerade mal, das ist Etsy-Shop, und das, ja, und das sind Papiere, die ich selber mit der KI erstellt habe. Und nein, ich werde nicht irgendwelche Sets erstellen oder sonst wie dergleichen. Ja, das kann entweder jeder selber machen oder halt in diversen Shops kaufen. Ich werde definitiv keine Papiersets erstellen oder verkaufen, außer für meinen eigenen Gebrauch. So, das dazu. Also wie gesagt, das. Jetzt habe ich alles durcheinander geschmissen, egal. So, mein Grunddingsteil, ne, mein Grundfolder, wie immer, aus einem A3-Papier, einmal hochgefaltet bei 9,5, aber das kennst du ja schon, wenn du die anderen Videos dazu verfolgt hast, und dann halt so gefaltet, dass das ja ungefähr gleich geht. Hier so sich ausgeht und aber auch sich gut falten lässt. Also nicht wirklich bis zum Rand, sondern so ein bisschen, damit es nicht auf Spannung ist. So, auch die Taschen bleiben diesmal wieder so. Doch, ja. Ich muss das gerade kurz überlegen, weil ich mich jetzt gerade überlegen war, wo ich vielleicht dieses Teil hier drauf setze, was hier, ne? Das werde ich gleich daraus machen. Hier wird alles gleich dekoriert und beklebt und das kommt dann gleich dann hier so drauf, ne, damit man das dann so auseinanderfalten kann. Ich muss gerade kurz überlegen, weil meine Library wird ungefähr so sein. Ich habe also zwei Signaturen nebeneinander. Was heißt zwei Signaturen? Also diese ganzen Folder werden auf beiden Seiten sein. Jetzt überlege ich gerade, wenn der auf der Seite ist. Ja doch, da ist Platz genug dann. Ich musste gerade einmal kurz, na, alles gut. Ich musste gerade nur einmal kurz überlegen, ob ich überhaupt Platz habe, hier zur Seite zu gehen. Aber ja. Also wie gesagt, das wird so hier befestigt. Ja. Magnete solltest du, wenn du das hier so machen wollen würdest, wie ich das gleich machen werde. Magnete auf alle Fälle. Gute Magnete, starke Magnete. Ja doch. Ich hoffe, das funktioniert so. Das werden wir dann gleich sehen. Das muss ja funktioniert haben. Du hast es bestimmt ja gerade schon in dem kurzen Vorspann gesehen, ne? Also, nee, kleben tue ich jetzt noch gar nichts. Ich mache jetzt erstmal einmal hier meine Stempel, meine wilde Stempelei. Einmal nur so ein bisschen grob. Ja, ein bisschen halt den Hintergrund hier so ein bisschen bestempeln halt, ne, mit Schriften und ja, einfach nur so ein bisschen halt.
So. Ich habe schon mal erwähnt, dass ich kaum noch Platz zum Abstellen habe. Ach ja, hier auf der Vorderseite. Die Vorderseite. Da kommt die Alice hin. Aber ich würde gerne nur das innere Regal haben. Ich gucke mal, ob ich das so ein bisschen auseinandergerissen bekomme. So ist es doch schon mal ganz gut. Muss ich gleich noch mal meine Die-Cuts-Taschen wühlen. Und noch ein paar Die-Cuts-Bücher. Mal hier Vintage-Foto. Jo. Alice im Wunderland. Ich glaube, das ist auch eins der Bücher, was wohl meine Generation auf alle Fälle jeder kennt. Ja. Jetzt nicht nur wegen irgendwelcher Filme oder Serien, sondern wirklich auch als Buch, denke ich doch. Von Lewis Carroll. Wobei Lewis Carroll eigentlich Charles Ludwig Dodgson oder irgendwie so hieß sein richtiger Name. Im Übrigen nicht nur einfach britischer Schriftsteller, sondern wirklich auch Wissenschaftler, Mathematikstudent, also Mathematik studiert und auch später selber Dozent, aber auch nicht die, Mensch, wie heißt denn die Kirche von England, die Anglikanische, heißt das so, anglikanische Kirche, da war ja auch, also vom Elternhaus her schon sehr geprägt. Und ja, so viel ich weiß, Theologie und Mathematik studiert. Ich überlege jetzt gerade, ob ich mit Doppelklebeband oder mit Flüssigkleber, aber ich glaube, ich muss erstmal eben meine Die-Cuts holen. Kleinen Moment. So, jetzt muss ich mal gerade schauen, weil ich habe ja verschiedene. Ich habe einmal Ephemera von Stamperia. Die sind ja diese dünneren, die selbstklebenden. Oder auch Die-Cuts, das sind die dickeren. Aber das gefällt mir alles nicht, weil die sind mir viel zu groß hierfür. So rum. Oder so rum. Hängt das oder liegt das? Das hängt, ne, oder? So, mein Gott. Das ist hier jetzt im Übrigen aus dem Set Vintage Library. Und diese Die-Cuts und Ephemera-Zeugs. Also, dann habe ich aber auch noch hier Bücher. Zu den Die-Cuts von La Blanche. Da sind auf alle Fälle auch Bücher bei. Das ist alles ein bisschen sehr groß. Guck mal, hier haben wir doch auch nochmal, aber das genügend. Oder? Ich denke doch, ne? Ne, da oben, da hängt das so ein bisschen in der Luft. Sieht auch doof aus.
So, hier kann man mal zukleben. Kannst du natürlich auch mit Doppelklebeband machen, mit dem schmalen. Jeder mit dem, was er da hat und womit er am liebsten arbeitet. Ups, mein Lappen ist runtergefallen. Oh mein Gott. Oh. Hier meine durcheinandergebrachten Papiere. Also der Hase. Der verrückte Hutmacher. Ja, das mache ich gleich raus hier. Warte nochmal. Da kommt die Karte und das kommt dahin. Okay. Hier habe ich mir gedacht, ich habe hier auch diverses Kleinzeugs. Hier so irgendwie die Sprüche mit drauf setze. Ja. Da müssen gleich noch Streifen drunter. Und jetzt machen wir mal die nächste Seite. Da dachte ich mir hier den Hasen. Der Märzhase. Der Märzhase. Nutzt ja alle nichts. Ne? Ich will dem ja nicht den Kopf abschneiden. Ich bin doch nicht die Herzkönigin. Von wegen ab mit dem Kopf. Ab mit dem Kopf. Kann man auch hier mit abschneiden. So, und hier werde ich nur diesen Strang nehmen. You've almost made it out. You did the really hard thing. You swear it broke you down. But I see a different ending. So, das lassen wir jetzt mal erstmal so. Machen wir mal eben erst die Karte. Nee. Da finde ich vielleicht noch was anderes. Ich habe ja auch so Die-Cuts hier von Alice. Die waren jetzt für die Karte, aber ich habe ja eh noch welche. Also wie gesagt, ich habe ja mal hier und da erwähnt, dass meine Tochter in der Bibliothek arbeitet. Und dass die ja auch Büromaterial und sowas, alles Druckermaterial, ne, hier und da kaufen.
Und die hat mir den Tipp gegeben, dass Büroshop 24, da sind schon mal super gute Angebote, was Papiere anbelangt. Ne? Papiere jeglicher Art, also von normalen Kopierpapier bis zum Fotopapier, guten Fotopapier, dickeren Papieren. Also nicht alles, wirklich nicht alles kann man da kaufen, aber die haben manchmal wirklich super gute Angebote. Gerade hier mit meinem Lieblingspapier. Mit meinem Lieblingspapier von Claire Fontaine. Also da habe ich wirklich so ein Packen letztens geholt, weil das super günstig gewesen ist. Kann ich echt nur empfehlen, da mal zu schauen. Und eventuell Newsletter anzumelden, dann kriegt man ja immer Bescheid, wenn irgendwelche Angebote sind. Ach guck mal, das geht doch auch sowas hier, ne? Der König jetzt nicht. Der Märzhase ist ganz oft. Ach guck mal, die Grinsekatze. Was ist denn mit der Grinsekatze? Die Grinsekatze könnte mir hier auch noch gefallen. Obwohl, liegt die da so auf den Pilzen rum? Ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt. Vor allen Dingen der weiße Rand, ne? Das muss auf alle Fälle gleich nochmal. Gibt nichts Schlimmeres wie weißer Rand. Kommt jetzt die Karte, aber die müssen wir jetzt erstmal machen. Und zwar machen wir hier so ein bisschen Platz. Und zwar benötigst du ein etwas, ja, ich kann dir nicht sagen, was das für Material ist, also wie dick das ist, weil das ist aus diesen Actionblöcken, nee, nicht Actionblöcken, Teddyblöcken. Na, oh ja, oder Action, da gibt es die auch. Also, ja, das ist das dickere davon. Das ist mein Prototyp. Dann siehst du nämlich, du kannst am besten einen Screenshot machen. Ist immer ganz ideal. Dann siehst du auch, wie gefaltet ist. Also ein dickeres Papier, ein festeres Papier, 27 in der Breite und 16 in der Höhe. So, du siehst ja hier nochmal. Also du machst eine Falz hier die Falz und hier die Falz und hier die Falz. Nur da wichtig ist in der Mitte die Markierung, genau wie hier, einen Punkt setzen und hier. Und dann wird dort halt auch diese Falz gezogen. Und dann ist nochmal die Falz von der Ecke zu der Ecke und eine Falz von der Ecke zu der Ecke. So, und in der Mitte, dieser Strich wird einmal aufgeschnitten. Also hier ist ein Strich, habe ich einen Strich gezogen, den habe ich dann einmal aufgeschnitten. So, und das muss wirklich gut gefaltet werden, damit beim Hin- und Herschieben das sich automatisch immer wieder schön so in die Form reinlegt. So, wie gesagt, ich habe von den Maßen her 27, 16 und dann, wie ich gerade gesagt habe, 3,7, also hier 4,5 ist die erste Falz, die zweite Falz ist bei 8,3, dann die nächste Falz ist bei 15,3 und bei 19,5. Das sind die Falzen, die senkrecht nach unten gehen. Da ist kein Dings bei. Wo habe ich denn den Bleistift da? Hier eine Markierung in der Mitte, da eine Markierung in der Mitte und da eine Markierung und dann eine Markierung. Und dann einfach hier mit dem Lineal und einem Falztool am besten was Weiches drunter legen. Und dann einmal falzen.
das Ganze an allen vier Ecken. Nur nicht zu fester, sonst bist du durch. Ja, das habe ich auch schon geschafft. Also, so ist das ja nicht. Alles Falzen mal durchfalzen. In der Mitte, da habe ich bisher nur einen Strich gemacht. Werde ich jetzt einmal schneiden. Schneiden, schneiden, schneiden. So, jetzt muss das einmal so richtig. In Form geknickt werden. Das ist jetzt der pummeligste Kram hier. Je nachdem, wie dick dein Papier ist. Müsste man jetzt sich auch Gedanken machen, wohin mit den Magneten. Alle Fälle innen. Also von hier, ne? Von innen. Da werde ich Magnete dran machen. Damit sich das immer schön wieder runtersetzt, runterdrückt. Aber ansonsten ist das im Prinzip hier noch dickeres Papier. Ne, das ist nicht dicker. Das ist nicht dicker wie dieses. Jetzt mache ich aber hier noch die Ecken so ein bisschen schön rund und dann kommt da natürlich auch was drauf. Brauche ich da. Das sind 5,5 mal 5,5. Ja, so um den Dreh. Ah, 5,3. Ich mache immer gerne auch einen Rand. Schauen wir mal, ob ich das hinbekomme. Ich mache 5. Einmal gucken. Sind jetzt natürlich nicht, oder? Doch, wenn ich noch mal 5 mache, dann halbieren, dann passt das hier drauf. Glaube ich, denke ich. Einmal halbieren. Ja.
Das ist direkt auch schön mit dem Rand. Ja. Das ist einmal da. Und auf der anderen Seite. Muss man nicht, kann man. Ne? Bleibt ja jedem selbst überlassen, ob er das so auch dekoriert haben möchte oder eben nicht. So, das klebe ich jetzt erstmal da drauf. So. Kommt nämlich da die Herzkönigin. Da kommt wieder der Märzhase. Und die Alice habe ich doch hier irgendwo gehabt, oder? Und dann kommen noch diese kleinen Dinger da. Ein bisschen mit meinem Lieblingsstempel. Mit meinem Lieblingsmusterstempel. Wie sie schreit. Ab mit dem Kopf! Doch, finde ich gut. Jetzt muss ich gucken, wie ich das mit den Magneten hier mache. Ja, das ist so eine Sache. Wenn man was noch vorher noch nicht ausprobiert hat und dann hier einfach mal so Kamera an und dann, ne? Ich habe zwar meinen Prototypen, aber ich habe diese bisher auch nur als Prototyp gemacht. Ich habe die noch nie anders irgendwie gebaut. Gewerkelt. Für irgendwas. Aber normalerweise, wenn ich doch jetzt hier Magnete reinmache, einmal hier und einmal da von innen, dann müsste das doch funktionieren. Ja. In der Hoffnung, dass das jetzt auch funktioniert, drückst mir die Daumen. Dass das auch klappt. Funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, weil... Warum nicht? Achso, weil die andere Pappe davor ist. Das ist einfach zu fest. Das ist zu fest. Der kommt nicht durch die andere Pappe durch. Das ist ärgerlich, dass das nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe mit dem Magnet. Der ist nicht stark genug, um durch beide gefaltet, also ne, durch zwei gefaltete Pappen zu kommen. Ist der nicht stark genug? Oh, das ärgert mich immer so mit diesen Kackmagneten, ne? Ich lasse das jetzt erstmal so. Erstmal jetzt hier weg von diesem Magnetmechanismus. Mach das mal hier so da rein. Klebt das jetzt erstmal hier drauf. Wo habe ich denn den? Da. Vielleicht einfach so ein Dingsmechanismus reinmachen hier, aber dann steht das so hoch, ne? So, wenn ich da so ein Dingsmechanismus hier, so einen Bügel drin habe, das klappe ich auf. Ja doch, das sollte doch möglich sein.
hier sowas, aber das ist zu groß, ne? Ja, das passt da nicht mehr hin. Sorry. Ich wollte dich nicht schlagen. Ja, das mache ich dann jetzt hier so hin. Mit dem Brett. Dass das dann... dass es dann hält. Dass es dann hier so runterhält. Ja, ich muss das noch ein bisschen plätten. Das nutzt alles nichts, ne? Wo ist denn meine Pizza? Ich habe aber auch immer komische Ideen, ne? Ich weiß. Aber ich bin dann auch so ein Sturkopf und will das dann auch unbedingt so, wie ich mir das vorgestellt habe. So hoch. Muss hier noch ein Magnet hin. Und da ein Magnet hin. Das über Nacht ein bisschen geplättet ist, dann liegt das auch anders. Schwere Geburt. Tja, aber ansonsten ist das soweit. Ja, jetzt muss man noch ein bisschen was da reinmachen. Da habe ich ja hier diese Karten. Die sind natürlich jetzt alle weiß, ne? Aber das ist ja nicht das Problem, die umzufärben. Die Grinsekatze dahin. Ja, machen wir die Grinsekatze hin. Da machen wir den Hutmacher hin. Und hier kommt Alice hin. Und dann wollte ich ja noch die Dinger hier, die Schriftzüge. Alice im Wunderland. Bucknook. That way. Ja, all met hier. Das passt jetzt zum Hutmacher. Das passt zum Hutmacher. Alice. Aber ja, Schimmerglimmer. Mirror Mist. Glimmer Mist. So, Glimmer Mist ist das. Schimmer Glimmer. Und Peacock Feather. Wasser.
zu. So lasse ich das jetzt erstmal trocknen. Und für heute mache ich dann erstmal Schluss. So, ich habe das jetzt die ganze Nacht hier so offen liegen gehabt. Hier habe ich gerade noch 2 Liter Milch drauf liegen gehabt. Und ja, schön runtergedrückt. Und werde das jetzt, wenn das so ist, auch nochmal hier eine Nacht. Und dann ist das auch gut runtergedrückt. Aber ansonsten denke ich, ich glaube, ich könnte noch so ein bisschen hier gülden oder bronzieren die Ränder so ein bisschen, irgendwie fällt mir noch schon besser, ist ja nur so ein bisschen, um Highlights zu setzen, weil die Ephemera Teile hier von Stamperia, die haben ja auch so einen Metallic Hauch da drauf, ne, wenn man da so guckt. Weg damit. Ja. Da haben wir das schöne Teil. Tada! Ich finde das immer, also die Effekte finde ich immer total klasse. Muss ich ja mal sagen. Auch wenn der zwar jetzt nicht mehr benötigt wird, aber den habe ich ja jetzt einfach da drin und dann wird er auch genutzt. So, und hier sind ja die Karten, wo man drauf rumschreiben könnte. Da könnte ich eigentlich, aber das kann ich auch machen, wenn ich das einbinde, dass ich da noch gucke, was ich dann an Schriftzügen noch habe. Ja, und von den Farben her ist das gut angepasst hier an diesen, ne, an diesen Farben. Da ist ja auch überall dieses Türkis und Blau mit drin. Ja, das war meine Alice. Alice im Bookland oder Alice im Wunderland, Alice hinter den Spiegeln. Ach, da ist ja auch noch der Hutmacher. Den wollen wir ja nicht unterschlagen, ne? Für die Library, finde ich, darf Alice im Wunderland einfach nicht fehlen. Gut. Lass mir gerne einen Kommentar da. Und wenn du magst, wenn du Lust hast, hören, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.